Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist akut gefährdet und Big Tech-Konzerne wie Facebook, Google, Amazon, Twitter leisten da ihren wesentlichen Beitrag. Die AfD-Fraktion hat heute eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema aufgesetzt. Ich selbst habe heute in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats dazu bereits gesprochen. Später hier im Bundestag sprechen Beatrice von Storch und Enrico Komning, also drei Redner zu einem Thema, die insgesamt die AfD heute vorgeschickt hat. Das Problem ist in der Tat enorm und ich habe es ja auch selbst erlebt in einer Gruppe von mir. Da hat ein Kommentator einen Kommentar gepostet, so nach dem Motto, die Deutschen, die noch Merkel wählen, sind dämlich. Ja, das ist kein Hate Speech meiner Meinung nach, das ist auch keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, aber dieser Kommentar wurde als Verstoß gegen die Gemeinschaftsrichtlinien gelöscht. Am gleichen Tag, ich weiß das noch sehr gut, weil es wirklich am gleichen Tag war, am 21. Januar, also genau vor einer Woche, gab es eine Beschwerde gegen einen Tweet auf Twitter, wo die Antifa gelobt worden ist und gesagt wurde, dass einer spezifischen Person, also die wurde namentlich genannt, doch bitte auf offener Straße der Kopf eingeschlagen werden solle. Diese freundliche Empfehlung war offensichtlich kein Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards, sondern wurde von Twitter stehen gelassen. Das sind zweierlei Maße, die angebracht werden und das zeigt, wie voreingenommen diese Big Tech-Konzerne sind. Mark Zuckerberg hatte selbst einmal in einer Anhörung vor dem US-Kongress gesagt, dass Silicon Valley ganz schön links sei. Und offensichtlich sind die Algorithmen von Facebook, auch die Mitarbeiter von Facebook, Google und Twitter, so trainiert, so ausgerichtet, dass sie vor allem Meinungen und Kommentare und Personen des konservativen Meinungsspektrums sperren. Das haben wir sehr deutlich gesehen an Donald Trump. Das ist ja nun wirklich bekannt geworden, dass dieser Mann gesperrt worden ist aus allen möglichen sozialen Medienkanälen. Wir selbst erleben es als AfD-Fraktion, wo plötzlich Bilder verschwinden. Wir hatten plötzlich einen ominösen Twitter-Mitgliederschwund bei unseren Followern. Die wurden eben mal reduziert und viele Dinge sind da sehr merkwürdig, die sie sich gerade zutragen. Und bei Trump übrigens auch noch ein brachialer Verstoß gegen die amerikanische Verfassungsordnung, denn zu dem Zeitpunkt, als man Donald Trump das Wort genommen hat, war er amtierender, also gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das zeigt, wie sehr sich gerade diese Big-Tech-Konzerne versuchen aufzuspielen. Sie wollen den Souverän, der das Volk eben ist, der seine Stimme abgibt an die Legislative, die dann eine Regierung wählt und kontrolliert. Sie wollen diesen Souverän ersetzen und aushebeln und selbst souverän werden und Herren über das, was man denken und sagen darf, was man wissen darf und was man nicht wissen darf. Alles andere wird blockiert und kommentiert. Und das kann nicht sein. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Grundgesetz und auch überhaupt gegen jegliche demokratische Prinzipien der Meinungsfreiheit und der Gewaltenteilung. Und wir als AfD wollen diese ganz klar garantieren und wollen diesem Treiben Einschränkungen bereiten. Klar ist, diese Technologien sind ein Vorteil auch für den Meinungsaustausch in Deutschland und in der Welt. Aber es darf nicht dazu führen, dass eine gewisse Richtung gefördert und eine andere Richtung technisch blockiert wird. Das ist ungerecht und einer Demokratie nicht würdig. Und wir dürfen nie vergessen, unsere Phones, unsere Handys, die sind doch alle basierend auf zum Beispiel Google-Architektur oder auf Microsoft-Architektur. Das bedeutet, oder auf Apple-Architektur. Das bedeutet, diese Big-Tech-Konzerne können auch unsere Handys programmieren. Was, wenn irgendwann mal ein konservativ denkender Mensch zum Beispiel kein Flugticket mehr lösen kann, weil er das digital müsste und sein Handy ihn aber blockiert? Was, wenn das Handy ihm einen Social Score berechnet, ähnlich wie das in China heute schon der Fall ist? Dann haben wir ernsthafte Verstöße gegen unsere Freiheit. Wir dürfen nie zulassen, dass die jetzt schon vorliegenden Verstöße gegen die Meinungsfreiheit, die wir dringend rückabwickeln müssen, zu einem Verlust der Freiheit insgesamt und der Demokratie werden. Big Tech will das. Big Tech will die Macht. Big Tech will souverän sein. Big Tech will kontrollieren, was wir denken und was wir wissen. Wir wollen die Demokratie. Und leider sind wir manchmal in diesem Bestreben die Einzigen.